Was ist eigentlich ein NAS oder NAS-System? Hast du dich schon mal gefragt, wo du die ganzen Urlaubsbilder lagern sollst? Diese Hunderttausende von glücklichen Fotos? Nun, dafür ist eine NAS genau das Richtige. NAS steht für Network Attached Storage, also ein Laufwerk, das du ins Netzwerk einbinden kannst, um darauf Daten zu speichern. Das können natürlich Urlaubsbilder sein, diverse andere Dateien oder was immer du auch für eine lange und vor allen Dingen möglichst sichere Zeit speichern möchtest. Normalerweise kann man sich so eine NAS in sein Netzwerk reinhängen durch ein LAN-Kabel an den Router zum Beispiel und kann dort dann Freigabeverzeichnisse einrichten. Das heißt, du kannst zum Beispiel im Bereich der Familie den Kindern eigene Netzwerklaufwerke zuordnen, wie den Eltern zum Beispiel, um da auch ein bisschen Daten zu trennen. Du kannst natürlich Backups dort speichern oder jegliche andere Art von Dateien. Was man darauf nicht machen wird, ist ein Programm installieren, um es dann dort aus zu nutzen. Das Ganze ist dann möglich von Smartphone, Tablet, PC, Laptop, unabhängig von Hersteller und System. Du kannst überall darauf zugreifen und wenn du es schlau einrichtest und vor allen Dingen sicher, auch sogar von extern unterwegs. Aber das ist schon Profiliga. Wenn du Fragen oder Kommentare hast, dann lass es uns wissen.